Der Tegernsee. Künstler und Schriftsteller lebten hier. Aber auch eine große Frau, die bis heute wirkt. Hallo. Wir dürfen gleich das Boot benutzen, oder? Ja. Ich bin noch nie Elektroboot gefahren, aber schon oft ins Wasser gefallen. Echt? Genau, richtig. Und was ist jetzt mit euch? Literaturwissenschaftlerin Ingfild Richardson kann nicht verstehen, warum die erfolgreichste deutsche Autorin am Tegernsee fast vergessen ist. Ihre imposante Villa soll vom See aus gut zu sehen sein. Ich glaube, das sieht wir kurz mal nach. Da oben mit der orangenen Markise. Hier hat sie gewohnt, die berühmte Königin der Liebesromane. Ja, das ist natürlich schon ganz wunderbar, dieses Haus mit einem Blick direkt auf den Tegernsee. Und das haben auch ihre Töchter erzählt, dass sie mit Blick auf den Tegernsee immer geschrieben hat. Millionen Leser traf sie mitten ins Herz. Hedwig Kurz Mahler. Eine Frau, die es geschafft hat, aus den ärmlichsten Verhältnissen, denkbar schlimmsten Verhältnissen, zu wirklich der erfolgreichsten Autorin zu werden, so etwas interessiert mich. Wie hat die das geschafft, alle Männer links liegen zu lassen und viel mehr zu verdienen als die alle? Griseldis, einer ihrer erfolgreichsten Romane. In zahlreiche Sprachen übersetzt, zweimal verfilmt. Ach, wie schön. Das sieht ja aus wie ein Märchenschloss. Dachte sie. In diesem Schloss haust aber keine verwunschene Prinzessin, die von einem tapferen Ritter erlöst werden soll, sondern ein einsamer, freudloser Mann, dem man seine Ehre nahm und der nicht mehr froh sein kann. Ach, wenn ich ihm doch helfen könnte. Mehr als 200 Romane schreibt Hedwig Kurz Mahler. Gesamtauflage über 80 Millionen. Noch heute werden sie verkauft. Ihre Leser sind süchtig nach den großen Lebensdramen, in die sie sich hineinfallen lassen können. Denn am Ende lässt sie die Autorin nie im Stich. Das ist ihr Erfolgsrezept gewesen, Happy End, garantiert. Ja? Damit hat sie Millionen verdient. Sie kam auf ihn zu wie eine Märchengestalt. Ihr Name und ihre Erscheinung deckten sich so völlig miteinander. Griseldis, Griseldis, Griseldis. Er konnte nichts denken als diesen Namen. Es sind Märchen für Erwachsene, aber mit Heldinnen, die nicht auf den Märchenprinz warten, sondern durch Klugheit und Mut, im Gegensatz zu den oft hilflosen Männern, das ungerechte Schicksal wenden, so wie es die Autorin selbst getan hat. Sie hat so schlimme Erfahrungen gemacht, dass sie auch einfach da raus wollte und auch nach so einem Rezept gesucht hat, wie komme ich da raus? Und sie hat gesagt, sie schreibt diese Romane auch, um sich selbst von schwerem inneren Leid zu erlösen. Das hat sie häufig gesagt. 1867 wird sie in Nebra an der Unstrut geboren. Die Mutter ist nicht verheiratet. Die kleine Hedwig, ein Kind der Schande, sie wird bei einer Kostfamilie abgegeben. Ein armes, aber liebevolles Schusterehepaar, das der Kleinen oft Geschichten vorliest. Mit 14 holt sie ihre leibliche Mutter nach Leipzig, weg von der geliebten Pflegefamilie. Hedwigs Mutter wohnt im Rotlichtmilieu, hat Kinder von unterschiedlichen Männern. Hedwig wird mit Abtreibung und Prostitution konfrontiert. Dann hat sie angefangen, als 17-Jährige bei Kerzenschein nachts zu schreiben, Erzählungen, hat die weggeschickt, mal an erste Redaktionen. Alle kamen zurück und diese Geschichten waren immer traurig. Die endeten immer traurig und niemand wollte diese traurigen Geschichten haben. Daher schlägt Hedwig zunächst einen anderen Weg ein. Sie schafft es, bei einer der ersten Adressen in Leipzig Hutverkäuferin zu werden, lernt so den Grafiker Fritz Kurz kennen, verliebt sich und heiratet ihn. Sie bekommen zwei Töchter und ziehen nach Chemnitz. Nachts schreibt Hedwig immer noch, aber ihre Geschichten haben jetzt ein gutes Ende. 1905 lernt sie über ihren Mann einen Redakteur beim Chemnitzer Tagblatt kennen. Und dieser Redakteur hat sie sozusagen entdeckt und hat gesagt, ja, so wie sie schreibt, das wollen Hunderttausende lesen, ja, dieses Happy End und wie sie das beschreibt. Ihre Geschichten werden nun gedruckt. Die Leser sind begeistert. In wenigen Jahren wird sie zu einer der beliebtesten Autorinnen des Landes. Mit ihrer Familie ist sie mittlerweile nach Berlin gezogen, in eine elegante Gegend. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, teilt sie die Kriegseuphorie nicht,
Aber ihr Verleger schafft es, ihre Auflage noch zu steigern. Der hat ihre Bücher im Postkartenformat herausgebracht, hat die mit einem Bild umgeben und hinten mit einer Feldpostkarte. Und viele Verleger damals waren der Auffassung, dass die Hedwig Kosmala nur dadurch so berühmt geworden ist, dass die Männer in den Schützengräben diese Romane gelesen haben. Nach dem Ersten Weltkrieg ist sie auf dem Zenit ihres Erfolgs. Zwischen 1917 und 1925 werden 21 ihrer Romane verfilmt. Auch in Theatern wird sie aufgeführt. Bei ihr ist Asternesen ein- und ausgegangen. Bert Brecht hat sie hochgeschätzt. Ja? Sie war wirklich eine Berliner Ikone, das muss man einfach so sagen. Aber mindestens so, wie sie geliebt wird, wird sie auch verachtet. Als Kitschmaler oder Kotzmaler abgewertet. Allenfalls was für Lieschen Müller. Unterhaltungslektüre für ein Publikum, das mit literarisch wertvollen Büchern nichts anzufangen weiß. Ich habe schwer arbeitenden Menschen jenes Leben gezeigt, nach dem immer ihre Sehnsucht ging, das sie jedoch nie kennenlernen würden. Mein schriftstellerischer Ehrgeiz war, für den Stand zu schreiben, aus dem ich gekommen bin. Die Standesgrenzen hat sie längst überwunden. Aber der Schriftzug, der die Decke ihrer feudalen Wohnung ziert, bleibt ihr Lebensmotto. Ohne Fleiß kein Preis. 5 Romane schreibt sie pro Jahr. Ihr Arbeitstag 14 Stunden, auch am Sonntag. Sie hat sogar gesagt, sie kann kaum schlafen gehen, weil wenn sie sich schlafen legt, kommen ihr da 1000 Ideen und dann muss sie sich sofort wieder hinsetzen und die alle aufschreiben. Fast 30 Jahre lang produziert sie einen Bestseller nach dem anderen. Doch als die Nationalsozialisten die Macht ergreifen, lässt ihr Verlag sie fallen. Die Hedwig Kosmala war natürlich eine progressive Frau, die war berufstätig. Ihre Töchter haben auch alle geschrieben in den 20er Jahren. So selbstständige Frauen waren überhaupt gar nicht erwünscht. Das ist ein generelles Phänomen ab 33 gewesen mit einem neuen Frauenbild von Hitler. Und die Gleichberechtigung der Frau besteht darin, dass sie die Kampfgefährtin des Mannes ist und die Mutter vieler Kinder. Also es war ein völlig anderes Bild. Das heißt, es ist ja klar, dass dann auch neue Programmatik für Volksschrifttum angesagt war. 1935 zieht sie sich zurück an den Tegernsee, zusammen mit ihrem Mann, den Töchtern und Schwiegersöhnen. Eine Widerstandskämpferin ist Hedwig Kurzmaler nicht, aber sie lässt sich auch nicht vom Regime einspannen. Ihr Haus gehört heute der Stadt Tegernsee, die es in Wohnungen unterteilt hat und vermietet. Im Haus gibt es keine Spuren mehr von der berühmten Frau am Tegernsee. Was geschah mit ihrer prunkvollen Einrichtung? Das ließ Ingfild Richardson keine Ruhe, bis sie zusammen mit Birgit Halmbacher, Leiterin des Museums Tegernseer Tal, an einem unerwarteten Ort fündig wird. Hier rein spaziert. In der Volkshochschule Tegernsee. Hier ist das Teil. Hier ist das Teil, hier ist die Kommode. Wir haben aus Nebra Fotoalben aus dem Kurzmaler-Museum erhalten. Und auf einem Foto war wirklich dann dieses Buffet drauf, eben in der Originaleinrichtung mit Hedwig Kurzmaler am Kaffeetisch. Und insofern können wir jetzt sicher sagen, dass das aus dem Haus stammt. Und dann gibt es hier noch was Interessantes, das kenne ich nämlich auch von meiner Urgroßmutter. Wenn man das hier rauszieht, das ist nämlich hier so eine Fleischschneideplatte. Hier wurde der Braten angerichtet und dann wurde das Fleisch dann von hier serviert, gleich vom Buffet auf den Tisch, der dann gleich daneben stand. Für eine Ausstellung war das Buffet kurzzeitig im Museum. Jetzt fristet es wieder ein Schattendasein unter der Treppe in der Volkshochschule. Dabei war Hedwig Kurzmaler Ehrenbürgerin von Tegernsee. Ihre letzten 15 Jahre bis zu ihrem Tod hat sie hier gelebt. Während des Krieges werden in ihrem Haus Nazi-Familien einquartiert. Ihr bleibt nur ein einziges Zimmer, bis die Amerikaner kommen. Und wieder hilft ihr ihre Literatur. Ein amerikanischer Offizier hatte Deutsch gelernt durch ihre Romane. Und das war für ihn der Grund, dieses Haus hier dann zu schützen, ja, 45, und ihr das zurückzugeben. Unter der amerikanischen Militärregierung erscheint 1948 wieder ein Roman von ihr. Flucht in den Frieden. Es ist ihr letzter.
1950 stirbt die unermüdliche Schriftstellerin in ihrem Haus am Tegernsee. Da ist eigentlich eine Grabplatte früher noch gewesen. Und als Hedwig Kurzmaler 1950 gestorben ist, haben ihre Töchter in diese Platte eingravieren lassen, Arbeit adelt. Und das war den beiden Töchtern sehr wichtig, das festzuhalten über ihre Mutter. Das, was sie geleistet hat, diese Arbeit, was sie getan hat für Millionen von Menschen, ja, oder auch wie viele Menschen sie tatsächlich zum Lesen gebracht hat, das ist ihr hoch anzurechnen. Das ist, also da habe ich Hochachtung vor dieser Lebensleistung. Höchste Zeit, dass Hedwig Kurzmaler am Tegernsee mindestens so hoch gehalten wird wie all die großen Männer mit ihren Museen und Denkmälern.